Hallo und herzlich willkommen auf Viorella.de. Wir schauen uns eine weitere Aufgabe im Bereich analytische Geometrie, also Vektorrechnung, an, wie sie im baden-württembergischen Abitur vorkommen könnte. Diesmal ist es relativ einfach, wir haben nämlich nur ein Gleichsystem mit drei Gleichungen und drei Variablen. Und wir wollen jetzt herausfinden, ja, was ist erstmal ist hier die Lösung und natürlich, wie können wir das geometrisch interpretieren. Das heißt, was könnte die Aufgabe dazu gewesen sein, wenn so eine Aufgabe gelöst wurde. Also schauen wir uns erstmal die Lösung dieses linearen Gleichungssystems an. Wir haben hier natürlich das Glück, dass wir x2 schon draußen haben. Das heißt, wir können mit dieser Gleichung x1 plus x3 gleich minus 1 schon arbeiten. Nämlich, dass wir einfach nur in den ersten beiden Gleichungen das x2 auch wegmachen. Dann haben wir zwei Gleichungen, zwei Variablen und schon ist es wesentlich einfacher. Das heißt, der erste Schritt, den wir machen, der ist, wir verarbeiten die erste und die zweite Gleichung so, dass wir x2 wegbekommen. Das heißt, die einfachste Lösung wäre, wir nehmen die erste mal 3 und addieren sie mit der zweiten. Dann haben wir gerade 3x2 minus 3x2, x2 fällt weg. Als abkürzende Schreibweise verwende ich immer gern diesen Strich am Rand, diesen senkrechten, wo ich einfach hinschreibe, was ich mache. Ist schneller, als wenn ich hier 3 mal x1 plus x2 schreibe jedes Mal oder dann die Gleichung am Ende neu benennen muss. Geht so wesentlich schneller. Jetzt sehe ich mir auch sofort, minus 5x1 mal 3, das ist minus 15x1, plus 5x1, das heißt dann minus 10x1. x2 haben wir schon gesehen, 3x2 minus 3x2 fällt weg. Und hier als nächstes minus 3x3 mal 3, das ist minus 9x3, minus 1 mal x3, also auch minus 10x3. Und Zahlen, 7 mal 3 ist 21, minus 11, das ist 10. Und jetzt fällt uns schon etwas auf, nämlich diese Gleichung, die wir rausbekommen haben, das sieht ziemlich ähnlich aus dieser Gleichung, die wir auch bei Punkt 3 haben. Nämlich, wenn wir diese Gleichung einfach durch minus 10 teilen, bekommen wir exakt die gleiche Gleichung wie die 3 selbst. Das heißt, die Gleichungen sind Vielfache voneinander. Das sehen wir also schon, wahrscheinlich bekommen wir hier nicht einfach so direkt Lösungen für x1 und x2 und x3 heraus. Tatsächlich können wir jetzt mal das überprüfen, indem wir in einem zweiten Schritt versuchen, zum Beispiel x1 zu eliminieren, dass wir nur noch x3 übrig haben. Und das wäre in diesem Fall einfach 10 mal die erste plus diese neue. Also 10 mal und hier einmal diese. Und dann sehen wir sofort 10x1 minus 10x1, das ist 0. 10x3 minus 10x3 ist auch 0. Also 0 plus 0. Und dann sehen wir hier minus 1 mal 10 minus 10 plus 10 ist auch 0. Hier steht also da 0 gleich 0. 0, 0 gleich 0 ist kein Widerspruch, das heißt, es gilt immer. Das heißt, wir haben hier nicht keine Lösung, wir haben unendlich viele Lösungen. Jedes Mal, wenn wir rausbekommen so eine Lösung wie 0 gleich 0, wissen wir, okay, es sind irgendwo Vielfache voneinander drin gewesen. Das heißt, wir haben quasi eine Gleichung zu wenig oder eine Variable zu viel. In diesem Fall setzen wir einfach eine Variable gleich t. Das heißt, in diesem Fall nehmen wir uns x3 gleich t. Mit minus x1 gleich t nehmen können. x3 gleich t, weil jetzt haben wir natürlich nur zwei Variablen übrig und die können wir mit unseren zwei Gleichungen, die wir offiziell haben, natürlich auch noch rausbekommen. Nehmen wir also zum Beispiel die dritte Gleichung und überprüfen jetzt, was wir dann für x1 bekommen. Steht da x1 plus x3 gleich minus 1. x3 können wir mit t ersetzen, gleich minus 1. Dann mache ich hier minus t. Das t behandeln wir jetzt wie eine Zahl, das heißt, es kommt rüber. Das heißt, hier steht dann x1 gleich minus 1 minus t. x3 gleich t haben wir schon. Jetzt fehlt uns nur noch x2. Ja, dann nehmen wir eine dieser Gleichungen. Ja, hier ist x2 ohne Vorfaktor. Nehmen also die erste Gleichung. Setzen also in die erste Gleichung ein. Da steht also minus 5x1. Also minus 5 mal, was wir hier stehen haben. Minus 1 minus t. Plus x2. Das suchen wir ja gerade noch. Und dann minus 3x3. Also minus 3. Ja, x3 haben wir gesagt, ist t. Gleich 7. Und jetzt rechnen wir das einfach aus. Das heißt, Äquivalenzumformungen ausmultiplizieren, auf die Seite bringen. Minus 5 mal minus 1, das ist 5. Minus 5 mal minus t, also plus 5t. Plus x2 minus 3t, gleich 7. Und jetzt bringen wir einfach alles rüber, was nicht x2 ist. Das heißt, hier steht minus 5, minus 3t, minus 5t. Plus 3t. Das heißt, hier steht übrig x2 gleich. Und jetzt schauen wir, was wir für Zahlen haben. 7 minus 5, das ist 2.
Dann T, was haben wir alles für Ts? Minus 5T plus 3T, das ist minus 2T. Also haben wir rausbekommen, für x2 ist gerade 2 minus 2t. Nun war ja noch die Frage am Ende, was ist es hier geometrisch? Ja, jetzt haben wir hier also nicht einen Punkt rausbekommen, also keine klaren Lösungen für x1, x2 und x3, sondern haben wir nur in Abhängigkeit von t etwas rausbekommen. Nun, wenn wir in der Geometrie oder in der Vektorrechnung etwas haben, was nur von einer Variable t abhängig ist, dann ist es logischerweise eine Gerade. Das heißt, wir haben aus diesen drei Ebenen eine Schnittgerade bekommen. Und diese Schnittgerade auszurechnen ist jetzt auch nicht mehr so schwer. Wir haben nämlich gerade die drei Koordinaten. Das heißt, ich können wir auch schreiben, als Gerade G. Machen wir das im Schnellverfahren. Schauen, was für Zahlen wir haben, also wie ein Stützvektor. Bei x1 haben wir nur als Zahl minus 1. Das heißt, wir setzen hier minus 1 in der x1-Spalte. Bei x2 haben wir als Stützvektor die 2. Und im letzten, da haben wir gar keine Zahlen, da haben wir nur das t stehen. Also wäre dann die dritte Komponente des Stützvektors 0. Plus t mal, und jetzt schauen wir, was wir bei t stehen immer haben. Hier haben wir also bei x1 minus t, also minus 1 mal t. Also ist hier natürlich t mal minus 1. Nächstes, bei x2, da steht minus 2t. Das heißt, hier ist es minus 2. Und beim letzten, da ist es einfach nur 1t, also 1. Das heißt, wir wissen, diese drei Ebenen, die hier in Koordinatenform dargestellt sind, die schneiden sich letztendlich in dieser Schnittgeraden. Schaut doch mal auf der Homepage www.lyrel.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.